sieht, wenn ich stecke so scharf auf diese Gummis. Das ist was Neues. Alles in dem Stiefbrüderchen nachmachen. Oh. Ja, und jetzt noch ein bisschen Plastik essen, ha? Ich werde da einige Tage wegfahren. Kiesmann nützt die Chance und geht wieder an den Gummi ran. Nach Bonn Springs, Georgia. Oh, das ist aber eine lange Fahrt. Ich mach dir schnell einen Plan. Bonn Springs? Hör zu. Ich spreche mit dem Präsidenten. Ach, mit dem Präsidenten, das wäre wunderbar. Ich habe alles Papier. Und eine Sache sprang mir ständig ins Auge. Seine Kriegsbelobigung. Er war ein Kriegsheld als Außenweltstellvertreter Marie. Das müssen wir benutzen, um... Resuch hat's raus. Wenn irgendjemand in der Lage ist, Hani zu helfen, dann ist es dieser Mann. Kann ich mit dir kommen? Nein, Birdie, du musst an Josh denken. Ich bin schon unterwegs. Und außerdem will ich nicht, dass du dir falsche Hoffnung machst. Dass ich nichts für ihn tun kann, das ist das Schlimmste. Weißt du noch, was dieser Anwalt Nathan Moore sagte, weil er höre, was die Harley helfen kann? Oh. Da sind wir beim Präsidenten. Chris Ruhig ist soeben von der Couch gefallen. Natürlich gibt es eine höhere Macht, die wir alle kennen. Vielleicht kannst du bei ihr ein gutes Wort erleben. Meine Gebete scheinen sie leider in letzter Zeit nicht zu erreichen. Aber ich versuche es weiter. Also dann, bitte.